Wir sind gerade auf dem Weg zur Location Tag 2. Was geht so ab, Leute? Ist eine verrückte Nacht, oder? Was geht ab? Was geht, mein Jungs, was geht? Wie bestehe ich eigentlich? 6-2 steht so. 6-2. Komm auch, gell? So, geht schon. Zwei Runden noch gewinnen oder passt es? Hol doch mal so ein Mikro, das geht für mich. Ich hab schon, aber dann verschicken wir euch aber besser, auch bei Deckpro, falls. Nein, Leute, du musst einfach nur lauter reden. Digga, alle, wenn sie alle vor der Kamera stehen, einfach so, ja. Ich spiel zwar Tickets. Also, ich weiß nicht, Chains, dann fühlt sich doch mal. 3-2. Denkst du, was versuchst du? Ja, die versuchen sogar Winkel des Features zu bekommen. Die versuchen, die zu bekommen, weil die Spiele spannend sind. Freut ihr, bekommt ein Feature-Badge. Du bekommst doch ein Feature. Hoffentlich. Die haben sogar gesagt, die versuchen. Was geht ab, Leute? Wir wollen jetzt nach Hause fahren, Garderobe. Der Afghane macht wieder Probleme. Der Afghane hat dieses Wochenende nur Probleme gemacht. Oder, John? Ja, Mann. Hat er noch seine Tasche verloren. Jetzt müssen wir noch mehr länger auf ihn warten. Rückfahrt, OSS zu Ende. Afghane. Ja. Wie war dein erster OSS so? Ja, fürs erste Mal war es okay. Ich habe jetzt ein paar Meter Decksel-Easing geklatscht. Ich habe jetzt zwar nichts Weltbewegendes gemacht, aber ich glaube, ein paar Leuten habe ich ihre Punkte ein bisschen versaut, Mann. Die waren schon gut angepisst, Mann, von Blacking geklatscht zu werden. Aber ansonsten, Mann, ich bin schon recht zufrieden. Wie war dein Eindruck so? Riesenturnier auf jeden Fall, krass. Ja, es ist kein Vergleich, Mann. Habe ich schon gesagt, Mann, es ist kein Vergleich. Aber ich würde auf jeden Fall gerne nochmal gehen. Macht schon Spaß, Mann. Ansonsten so, das Nachtleben und so, was abseits vom Turnier passiert ist. Ja, das bleibt doch abseits vom Turnier. So ist das so. Also, dazu kann ich leider mich nicht äußern. Da muss man einen anderen Kollegen hier fragen. Ansonsten hast du noch Hoffnung in Blackwing? Ja, auf jeden Fall, Mann. Also, nächstes Set kommt ein neues Synchro-Monster. Sure. Ich kann nur lachen, Mann. Ich kann nur lachen. Jungs, hab ich schon. Ich wär anstatt 800 kriegst du 1000 Schaden. Nein, Digga, die kriegt 300 ATK für jede 1000 Blacking und sein Brave. Okay. 1000 Schaden und die aber dazu war dann anders. Weniger. Ich mach jetzt mit dem React, da können wir hier reden. Okay, Mann. Ja, oh ansonsten, Mann, dann zwei Sets später. Tutorial Blackwing. Dann kommt richtig was Krasses, Mann. Also wirklich. Okay. Heftiges. Da wird schon was gehen. Ansonsten hattest du Spaß? Ja, auf jeden Fall. Super. Wie war's bei euch so, Jungs? Ja, um ein letztes Spiel und Tag 2 verloren. Knapp gegen Amerikaner. Tag 2 wäre schon interessant gewesen. Ansonsten war ich cool, also hat mir gefallen. Nicht so weit weg von München. Viel abseits vom Turnier geschehen und gerne wieder. Was sagst du zu dem Magical Explosion FTK, das getoppt hat? Interessant, ich habe gehört, dass er Monarch im Side spielt. Ja, mal sehen, welche Karten er da im Side gespielt hat, ob er Platz genug hatte. Und ich denke mal, sein Bild wird jetzt nicht viel anders sein als meiner, aber ja, Respekt. Also nicht schlecht. Bei dir, Joe. Danke. Ja, war gut. Bloß, dass ich letzte Runde Dings, vorletzte Runde Game Rest bekommen haben, weil meine Hüllen kaputt gegangen sind. Nicht zu faul war, sie zu wechseln. Und der hat mir vorhin noch den Tipp gegeben. Ja, leider. Er hat die Yu-Gi-Oh! Card Marketing benutzt.
Ich habe ihm davor noch geraten, die nicht zu benutzen. Ansonsten vom gesponserten Yu-Gi-Oh! Marketing war jetzt nicht so toll. Nächstes Mal nehme ich wieder Ultimate Guard. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich tops gekommen. Ich glaube schon nee, sicher. Ich glaube nicht, man wäre zu Hunde. War gut noch vorbereitet, ich war recht fit. Und leider, jetzt muss ich 4 Stunden nach Hause fahren. Was ist so dein Eindruck vom Meter gewesen? War Cosmo die richtige Wahl? Ja, eigentlich schon. Gegen Pepe habe ich eigentlich nie Probleme gehabt, außer gegen einen, aber der war auch echt gut. Das ist sein Lieblingsgegner, Mann. Und gegen den Rest, ich habe einmal gegen einen Cosmo-Spieler verloren, zwar das Deck war besser als er selber. Mhm. Aber mein Gott, passiert halt. Und der Rest habe ich einfach, war einfach eigentlich relativ einfach. War schon echt gut. War echt gut. Aber gut später, mir hat es echt gut gefallen. Später war echt nicht so schlimm. Ein paar Fans getroffen, ja. Sogar er hat einen. Ein paar Videos gedreht. Ja. Andere YouTuber, könnt ihr abchecken. Die Videos werden bald kommen. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mir's.